Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier heute Abend zu Gast bei der BNP Paribas Born Akademie. Ich freue mich, dass Sie da sind und einem wichtigen, einem spannenden, einem sehr wertvollen Thema zuhören wollen, nämlich Fibonacci Cluster. Ein aus meiner Sicht sehr, sehr interessantes Thema, was wir heute ein bisschen genauer beleuchten wollen. Das Ganze werden wir natürlich machen an den Folien. Wir werden ein bisschen was vorbereiten hier, aber nicht nur einen reinen Folienvortrag. Es geht dabei nämlich auch darum, wie sehe ich das im aktuellen Chart. Hier so ein bisschen Theorie, das ist alles cool, das kann man sich gut merken. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie sieht es am dreckigen Chart aus? Also dort, wo es nicht perfekt aussieht, wie finden wir die Dinger? Wie können wir das richtig machen? Und das wollen wir dann natürlich am aktuellen Chart machen. Denn was ist spannender aktuell als der Markt? Nämlich die Frage, geht es jetzt massiv noch nach unten? Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Oder geht es doch wieder nach oben? Womit können wir und dürfen wir rechnen? So, ganz lieben Dank für das Feedback hier. Dann weiß ich Bescheid, dass das hier alles wunderbar klappt. Und wir fangen mal ein klein bisschen an und schauen erstmal auf die Standardfolie hier ganz zu Beginn, zum Start. Nämlich mit ein, zwei Hinweisen, die ich unbedingt geben muss. Nämlich einerseits, ich bin selber aktiver Händler. Und da wir, ich habe es gerade angekündigt, auch auf dem aktuellen Chart gleich rumfuhrwerken werden, und ich dann natürlich meine Meinung dazu auch dann bekannt gebe, wo ich jetzt kaufen werde, nicht kaufen werde und so weiter, was ich da tue. Das mache ich sehr gerne, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber deshalb kann es eben sein, dass ich ein bisschen da befangen bin, wenn wir ja schon Positionen haben. Ein möglicher Interessenskonflikt könnte da bestehen, wenn wir irgendwo schon uns eingekauft haben oder schon vielleicht auf die Abwärtsseite spekulieren, dass ich dann eben nicht ganz so neutral das Ganze darstelle, wie es eigentlich der Sache dienlich wäre. Ich werde versuchen, das so nüchtern oder neutral, nüchtern vielleicht nicht unbedingt, aber neutral darzustellen, wie es eben geht. Aber das als kleiner Hinweis eben. Das Zweite ist, dass das, was ich erzähle, meine eigene Meinung repräsentiert. Ich bin nicht bei der BNP Paribas angestellt. Wir arbeiten schon ganz, ganz lange im Team zusammen und auch super gerne. Aber was ich hier erzähle, das ist meine Händlermeinung und dementsprechend dann auch so zu bewerten und nicht jetzt so von wegen, ah, was sagt denn hier die BNP aktuell dazu, sondern wie gesagt, das kommt aus meinem Munde. Ansonsten vielleicht zwei Sachen noch erwähnt, den Rest überfliegen Sie selber. Ich muss in die Richtung zeigen, bei mir ist es auf der Seite, bei Ihnen ist das hier zu sehen. Das ist erstens mal, dass ich in sehr verschiedenen Haltezeiten unterwegs bin, das heißt unabhängig, welche Handelsdauern oder Spannen wir jetzt gleich dann mal angucken, wir dieses Verfahren auf ganz verschiedenen Zeiten anwenden. Also nicht jetzt traurig sein, wenn das nicht Ihr Lieblingszeithorizont ist. Das Gleiche gilt für den Markt. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe auch gerne meine Einzelaktie mit drin und sowas, dann gucken Sie, ob Sie das nicht dann mal selber ausprobieren können. Das Prinzip ist exakt das Gleiche. Also wir verwenden das auf allen möglichen Märkten, die genügend Volumen mitbringen. Aber ich sage mal, dort, wo es entsprechend Kontrakte von der BNP gibt, da ist eigentlich nicht damit zu rechnen, dass es da Schwierigkeiten gibt. Also da sollte es normalerweise dann auch funktionieren, vielleicht auf ganz kurzen Zeitebenen, in einer ganz komischen Handelszeit gegebenenfalls dann mal nicht, aber sonst eigentlich dann schon. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir so ein bisschen reinkommen in das Thema. Und ganz kurz nochmal, was waren das nochmal mit den Fibonaccis? Keine Sorge, wir werden jetzt kein Fibonacci-Starter-Paket jetzt hier losschicken. Wer jetzt nicht so richtig weiß, mit was er rechnen muss, dem kann ich empfehlen, ruhig jetzt mal dabei bleiben, einfach so ein bisschen zu gucken, was alles so geht und womit man rechnen kann. Aber sich auch die entsprechenden anderen Vorträge von mir mal anzuhören, gibt es ja hier in der Born. Entschuldigung, ich muss mal hier einen Schluck trinken. Entschuldigung, dann hört das gleich auch hoffentlich auf. Die anderen Vorträge hier in der Born Akademie anzugucken, da haben wir auch einen Fibonacci-Vortrag, und um da ein bisschen reinzukommen in das Thema. Trotz alledem, nochmal so als Hinweis, da gibt es verschiedene Fibonacci-Marken. Das sind teilweise Rücksetzer, Retracement-Marken oder welche, die sogar darüber hinausgehen. Ich habe hier mal die klassischen Marken angezeichnet. Das muss man nicht Hand am Arm ausrechnen. Wenn Sie sagen, Prozentrechnen war noch nie mein Ding, keine Sorge, das ist normalerweise in fast allen Chartsoftwaren vorhanden. Ich habe eine spezielle Software, wie wir gleich ja dann sehen werden, die viele Sachen ganz vereinfacht, aber es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Natürlich ist es, ob man eine kostenfreie Plattform irgendwo nutzt, die eigene Hausbank vielleicht dann bemüht, über die man seine Analysen macht oder den Broker, was auch immer. Das sollte eigentlich dort möglich sein, was wir hier haben, denn das Prinzip ist relativ einfach. Allerdings die Sachen so zusammenzubasteln, das kann mitunter, ja, sagen wir mal, schwer sein. Oder was heißt schwer? Was ist heutzutage schon schwer? Aber ein bisschen ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Deshalb diese Marken nur so als Hinweis, auf die wir da ein bisschen achten wollen oder müssen.
Die kommen gleich dann ganz häufig nochmal vor, wie wir dann aber auch sehen werden. Fibonaccis sind ja an sich schon ein interessantes Tool, aber man kann damit die Aussagen nochmal zusätzlich verbessern, wenn wir bestimmte Sachen, bestimmte Linien, bestimmte Rücksetzer nehmen. Jetzt aber, ich weiß gar nicht, was los ist. Wenn Sie jetzt die Sorge haben, dass ich Sie anstecke, Gott sei Dank bin ich viel zu weit weg, 10.000 Kilometer. Ich habe eher die Sorge, dass ich mich hier irgendwo anstecke. Vielleicht werden wir nachher nochmal über die Virussituation sprechen. Wenn die Frage nochmal aufkommt, kann ich da gerne nochmal von hier aus ein Statement oder eine Information vielleicht dann rausgeben. Aber an sich bleiben wir jetzt erstmal beim Fachthema. Aber keine Sorge, es ist wahrscheinlich, ich denke mal, es ist der Pfeffer. Ich hatte nämlich vorhin nochmal einen Happen gegessen und da war ein bisschen viel Pfeffer oben drauf, was sehr gut war. So, also insofern entschuldigen Sie das Ganze jetzt hier und fühlen Sie sich nicht viral angegriffen. So, wenn man mehrere Marken zusammenführt, dann kommt man zu diesen sogenannten Clustern. Und wir werden feststellen, dass das ein enormer Zugewinn ist für die Überlegung, wo der Markt drehen kann. Kann ist eine blöde Aussage. Wo die Chancen für einen Marktdreh sehr, sehr groß ist. Und dass wir rausfinden, wo der Punk abgeht sozusagen. Wo man also erkennen kann, dass da irgendwie was im Busche ist und dass wir uns auf irgendwas vorbereiten sollten. Das Ganze kann man natürlich dann noch garnieren durch andere Hilfsmittel. Das habe ich beispielhaft auch gleich nochmal gemacht. Dann können wir das nochmal so ein bisschen upgraden, sagen wir mal, durch andere Hilfsmittel. Da habe ich ein paar Beispiele erst nochmal. Und wie gesagt, im Live-Chart können wir dann mal gucken, was wir dann noch da hinzufügen wollen oder können, je nachdem, wie die aktuelle Situation ist. Und da sind Sie auch gefragt, dann das auf Ihre eigene auf Ihren eigenen Handelsansatz dann abzustimmen. Wer also jetzt zum Beispiel sagt, ich mag Candlesticks super gerne, der sollte natürlich zwingend sowas mit reinnehmen. Das wäre doch schade, das nicht zu tun, wenn jemand sagt, ich bin ein großer Indikatorenfreund, ich habe da ein System mir schon so halbwegs entwickelt, dann kann ich ebenfalls empfehlen, das Ganze noch im Umfeld eines Fibonacci-Clusters und Sie werden auf die Schenkel klopfen und sagen, geil, warum hat mir das niemand früher erzählt? Das kann nämlich enorm nochmal zu einer Verbesserung des Tradens und der Aussagen da beitragen. So, nochmal ganz kurz, ich habe hier einen sehr einfachen Fibonacci, das ist ein typischer Fibonacci-Rücksetzer hier, eingezeichnet. Wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht so detailliert drauf eingehen. Dazu haben wir eine eigene Akademiestunde gemacht. Wenn Sie sagen, da brauchten wir auch nochmal einen Auffrischer, können wir das natürlich gerne bei Gelegenheit dann auch nochmal machen. Aber hier geht es jetzt nur nochmal drum, so sah das tatsächlich aus. Wir haben hier in diesem Fall den Start gehabt hier unten. Der Kurs kam von oben, das müssen Sie mir jetzt glauben, das war tatsächlich so. Der Start ist hier unten gewesen und dann haben wir vom tiefsten Punkt zum bis dahin höchsten Punkt gemessen und dann haben wir diese roten Linien gekriegt und das sind einfach diese Fibonacci-Rücksetzer. Es kann sein, dass es bei Ihnen nicht mit Prozenten angegeben wird, sondern zum Beispiel 0,382, aber wir wissen alle, das ist das Gleiche, so dass wir dann eben diese verschiedenen Marken haben. Noch ein Hinweis dazu, nicht wundern, wenn einige mit der 76,4er hier unterwegs sind. Viele nehmen das als die richtige Fibonacci-Marke. Ein kleiner Zusatzhinweis, wir werden da gleich auch noch drauf kommen, an mehreren Stellen, dass das für mich eine ganz wesentliche Marke ist, denn das ist für mich die letzte Verteidigungsmarke. Wenn es da durchgeht nochmal, dann bin ich raus. Dann hat das mit meiner Idee in der Regel nichts mehr zu tun, weil die Wahrscheinlichkeiten dann enorm abnehmen. Das hängt mit den Fibonaccis zusammen. Es gibt nämlich verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Man kann nämlich auch dieses Bild hier, ich muss es in Ihre Richtung, dass es für Sie sinnvoll ist, dass dieses Bild nicht nur eine konkrete Marke darstellt, so von wegen, hier, guck mal, da ist die 50er-Marke, da muss der Kurs jetzt auf jeden Fall drehen. Nein, es geht auch darum, dass man sagen kann, es gibt gewisse Bereiche, wo Drehmomente eine größere Wahrscheinlichkeit haben. Jetzt ist für uns als Händler das natürlich total cool, einen Bereich zu haben, aber ganz konkret hätte ich ja schon gerne eine enge Marke, wo der Markt dann auch tatsächlich dreht. Da kommen wir dann auf die Cluster, wo wir diese Linien, diese roten, so zusammenfassen mit mehreren anderen, dass wir echte dicke Bereiche da haben. Und dann wird da eine Menge da draus. Also warum Fibonacci-Cluster? Wir haben es eben schon mal gehabt, es ist eine einzelne Marke, ist nur eine Indikation, das ist nicht mehr. Und wenn viele Marken auf ähnlichem Level liegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit da eben deutlich größer. So, wie sieht so ein Cluster tatsächlich aus? Wie muss man sich das optisch vorstellen? Wir sehen jetzt hier einen Anstieg, in diesem Fall ebenfalls, der Kurs ist von oben runtergekommen. Also wir sehen, dass das der Kurs
hier, also von oben quasi runtergekommen ist auf den tiefsten Punkt und dann jetzt so langsam nach oben, oder wie auch immer, gar nicht so langsam, hier nach oben gelaufen ist. Hier war der tiefste Punkt, hier war der höchste Punkt. Von dort nach dort haben wir gemessen und dann haben wir die roten Linien. Das hat bei mir durchaus einen Grund, dass ich das farblich unterschiedlich habe. Wenn Sie die Möglichkeit haben, sich Ihre Fibonaccis farblich ein bisschen unterschiedlich zu gestalten, machen Sie das gerne. Ich habe Rot für Retracements, also für Rücksetzer. Ich habe Blau für Extensions, da kommen wir dann gleich auch nochmal drauf. Grün für Projektion, Gelb für Alienwellenprojektion, sodass ich immer in der Farbe schon erkennen kann. Okay, es sind hier, je bunter es ist, wir sehen jetzt hier mindestens 3 Linien. Ich glaube, da ist noch eine gelbe dahinter, die man nicht gut sehen kann, aber ich sage mal 3 Linien, die man gut erkennen kann, die sehr eng beieinander liegen. Und wir werden nachher feststellen, das kann doch nicht sein, das ist doch alles fake, dass das so eng beieinander liegt. Das ist nicht immer so. Deshalb machen wir das aber auch am Live-Chart, damit Sie dann erkennen können, warum das so ist und wie wir dann damit umgehen. Aber wir haben das sehr häufig, dass sich diese Linien gruppieren. Und dort, wo sie sich gruppieren, gibt es sehr viele Hinweise dafür, dass der Kurs tatsächlich dreht. Hier habe ich noch ein krasseres Beispiel, wo wir eine rote, eine grüne, eine gelbe und eine blaue Linie mindestens haben. Also hier haben wir, mindestens sehe ich hier 4 Linien, ich weiß nicht, ob Sie es so genau auseinanderhalten können, aber 4 Linien, die auf sehr engem Raum zusammenliegen. Und was hat der Markt gemacht? Er hat genau an der Stelle auch gedreht. Wir dürfen nicht den Irrglauben haben, dass diese Linien magnetisch sind, sage ich immer. Also wir dürfen nicht davon ausgehen, okay, der muss da runtergehen. Aber wenn er an dieser Marke ist, ist das kein Beweis, dass der Kurs da dreht. Aber es spricht extrem viel dafür, dass wahnsinnig viele Marktteilnehmer ernsthaft drüber nachdenken, was passiert da jetzt gerade? Dreht der Markt vielleicht? Und das ist ja genau das, weshalb dann der Kurs dann eben tatsächlich dann dreht, wenn die Marktteilnehmer ihre Meinung ändern, nämlich diese in dem Fall Abwärtsrichtung aufgeben und dann sagen, vielleicht verkaufe ich jetzt nicht mehr, sondern fange ich wieder mit Kaufen an. Und schon hat der Markt eine Chance, dann eben wieder an diesen Levels dann zu drehen. Es ist also nicht gesetzt, dass der Kurs da drehen muss, aber wir haben damit ein messerscharfes Tool festzustellen, an welchen Stellen ist es spannend im Markt. Und dann können wir dort punktuell auf vielleicht einer kleineren Zeitebene, vielleicht mit den Candlestick-Pattern oder sonst irgendwie was agieren und sagen, wenn ich jetzt da auch noch ein Wendemuster sehe, eine Indikation sehe im Indikator, dann kommt da eine ganze Menge zusammen, weshalb der Dreh dann sehr wahrscheinlich wird. Ich habe jetzt nochmal, mach mal so ein bisschen Schnelldurchlauf, wie das aussehen kann, damit sich das Auge schon ein bisschen dran gewöhnt. Und dann gucken wir uns das gleich am Chart dann mal an und malen das auch hier in die entsprechenden Charts dann mal rein. Gucken mal hier, dass wir das so einzeichnen, um dann auch rauszufinden, was uns das Ganze sagt. Denn wir werden feststellen, das sieht manchmal hervorragend aus und manchmal gar nicht. Und deshalb ist es wichtig, damit umgehen zu können. So, also hier haben wir ebenfalls mindestens 3 Linien extrem eng beieinander und der Chart hat gesagt, ja, dann nutzen wir das Ganze mal. Hier haben wir sogar noch mehr Linien, 2 blaue, eine grüne und so weiter. Sie sehen selber, das müssen Sie nicht kommentieren. Das heißt, wir haben an dieser Stelle eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs mindestens vorläufig erstmal dreht. Und wenn er vorläufig dreht in der Abwärtsbewegung, muss ich an der Stelle nicht unbedingt Shorts mehr haben. Dann kann ich sagen, dann schließe ich es halt, nehme ich Gewinne mit. Dann kann ich sagen, hey, wir waren doch eh die ganze Zeit bullish, kann ich nicht nochmal wieder einkaufen gehen, also nochmal kaufen an der Stelle. Da wäre ein guter Zeitpunkt. Und damit haben wir eine Chance. Ich rede auch oft von diesen Zwischenhochs, ja, dass man sagt, okay, letzte Tief ist hier gewesen, vorletzte Tief war hier. Das heißt, hier wäre mein Zwischenhoch. Und da sehen wir den Vorteil, den wir dadurch haben. Wir können dadurch, wenn wir das denn wollen, einen sehr viel aggressiveren Einstieg haben mit sehr, sehr viel engerem Stop. Und auf der anderen Seite, mein einfacher Ansatz, den ich sehr, sehr gerne fahre, weil er in vielen Punkten Vorteile hat, würde ja einen Einstieg erst hier bedingen. Also ein ganzes Stück weit weg. Gemessen an der übergeordneten Bewegung ist das immer noch ein super Trade, aber er wirkt zumindest mal weit weg. Das heißt, ich habe einen Stop, der ja dann einigermaßen weit ist, also ein Risiko, dass wenn der Kurs dann doch nochmal runterkommt. Und dieses Teilstück hier an Aufwärtsbewegung habe ich bis dahin verpasst. Und deshalb ist die Überlegung, kann ich mit einem Cluster nicht viel chirurgischer arbeiten, viel enger daran kommen an die Geschichte, um dann eben unten einzusteigen, idealerweise unten, wo ich eine relativ große Chance habe, dass der Kurs dreht. Aber das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Hier haben wir jetzt eine Kombination, nämlich auch wieder ein Cluster,
Wir sehen, dass wir hier ebenfalls ganz viele Mal, mindestens viermal übereinstimmt haben. Man könnte jetzt, wenn man, das sind zwar Balkencharts, aber wer genau hinguckt, sieht, dass das hier eine Shooting-Star-Situation ist. Ganz kleiner Körpereröffnung und Schlusskurs, sehr eng beieinander und Tail auf der Oberseite. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, der höchste hier. Das wäre ein Candlestick-Muster für einen Dreh. Und wir haben auch noch hier unseren Indikator, das ist ein Oszillator, also irgendein Momentum-Anzeiger sozusagen, das könnte auch Stochastik, RSI, sowas in der Richtung sein, zeigt ebenfalls an, hey Leute, wir sind eigentlich da drauf und dran zu drehen. Das heißt, wir haben eine Menge Ideen, dass der Kurs hier an dieser Stelle dreht und wir können dann eben wie früher reingehen. Kurzes Augentraining. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben hier einen wunderschönen Abwärtsimpuls, sogar im kleinen 1, 2, 3, 4, 5. Abwärtsimpuls, eine ABC-Richtung. Und statt hier zu shorten, wie ich das typischerweise sehr gerne mache, kann man dann sagen, an dieser Stelle komme ich doch noch viel enger rein. So, warum erzähle ich das die ganze Zeit? Ich mache das immer so doof und das ist viel besser. Also das ist viel besser. Das hat natürlich seine Gründe. Das eine liegt teilweise daran, dass das sehr viel arbeitsintensiver ist und wir arbeiten sehr viel über die Masse. Ja, wir haben ja eine ganze Reihe von Trades, die parallel dann eben auch offen sind. Und das andere kann man sehr viel einfacher tracken. Das hat dann den einen oder anderen Vorteil. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Der Einstieg ist zwar wahnsinnig eng und dementsprechend ein wahnsinnig großes Chance-Risiko-Verhältnis, aber es gibt schon nochmal die Chance, dass man da 5, 6, 7 Trades macht, ohne dass der Markt so richtig in die Puschen kommt. Da braucht man halt noch einen Versuch. Wir sehen, wir haben ja darüber nochmal eine Clustermarke. Das ist zwar dann in der Regel nicht besonders teuer, weil die Stops sehr eng sind, aber das führt natürlich dazu, dass man halt manchmal häufiger erstmal versuchen muss, um reinzukommen. Also für die, die sehr aktiv sein wollen, die sagen, ah, jetzt sitze ich schon 2 Stunden davor, ich habe noch keinen Trade gemacht, was ist los heute? Für die ist das natürlich optimal. Das Ganze gilt auch im längeren Bild. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, jetzt gucke ich schon ein Wochenende, ich habe freigekriegt, ich darf mal ein bisschen mich mit den Charts beschäftigen. Meine Frau, mein Mann, meine Kinder, wer auch immer das Sagen hat bei Ihnen zu Hause, hat gesagt, komm, mach mal eine Stunde. Jetzt habe ich immer noch nichts gefunden. Dann hat man hierüber auf jeden Fall sehr, sehr viele Signale, die auch wirklich sinnvoll sind. Also nicht einfach irgendwie aus der Hüfte geschossen, sondern wo man sagen kann, hey, da spricht schon einiges dafür. Wer mehr Sicherheit braucht, wer sagt, aus irgendwelchen Gründen, ich kann nicht so viele Trades machen, der kann natürlich die anderen Einstiege nach wie vor eben auch benutzen. Die sind ja anders. Also die sind auch gut, aber sie sind halt anders gut. Die sind halt mehr auf Sicherheit, aber mit einer schlechteren Chance-Risiko-Relation. Das ist mehr so, zack, ich will jetzt aber mit dabei sein, wenn es losgeht und nicht erst, wenn es viel zu spät ist. Ich verwende allerdings wohlgemerkt trotzdem beides. Warum? Denn diese geben mir, selbst wenn ich vielleicht den etwas anderen Einstieg haben will, jetzt schon mal eine Indikation, ob der Markt jetzt spannend wird oder nicht. Und wir werden das nachher feststellen, zum Beispiel beim DAX, dem gucken wir uns natürlich auch auf jeden Fall an. Ein klares Anzeichen dafür, wo wir mit Wendesituationen rechnen müssen. Und das ist für mich alleine für die Zielbestimmung schon wieder mega spannend. So, also für den Einstieg sind diese Cluster offensichtlich sinnvoll, aber auch für den Ausstieg, wenn man sich überlegt, zum Beispiel, man ist hier Schub hoch, hat eine ABC runter und fragt sich, wie weit geht das? Ja, dann kann ich sagen, wenn ich auf das Cluster zulaufe und da in der Nähe bin, dann ziehe ich den Stop auch irgendwann eng nach und dann habe ich eine gute Argumentation. Das Gros habe ich schon im Sack. Warum muss es noch unbedingt mehr werden? So, ich denke, das Prinzip ist relativ klar. Ich habe hier noch ein bisschen dazu geschrieben. Man kann das mit den verschiedenen Oszillatoren, das sind die Momentum-Indikatoren, hier verwenden, zum Beispiel Stochastik, RSI, Momentum-Indikator an sich, aber alle Oszillatoren geben normalerweise das Momentum wieder. Es sind keine Trendfolger, sondern sind eben genau diese Momentum-Anzeiger. Damit kann man das wunderschön verbinden. Der Commodity Channel Index, CCI beispielsweise, das geht super. Man kann es mit dem MACD, das ist eine andere Sichtweise. MACD ist ja ein Trendfolger grundsätzlich. Ich habe unten nochmal Trendfolger dann auch nochmal hier mit draufgeschrieben. Das kann man mit denen verbinden. Dazu werde ich gleich auch dann nochmal einen möglichen Handelsansatz vorstellen. Kerzenformationen sowieso, das haben wir eben schon angesprochen. Trendlinien und so weiter. Das, hier habe ich einen Trendkanal beispielsweise. Wenn das jetzt auch noch zusammenfällt, es passt dann wie die Faust aufs Auge. Also mehrere Marken und dann auch noch an der Unterseite eines Trendkanals. Hey, warum nicht mal versuchen? Notfalls mit einer kleinen Geschichte. Gerade jetzt die Kontrakte, die wir ja angeboten bekommen bei der BNP, die sind ja mitunter ja auch kundenfreundlich gemacht. Das hat ja auch so seinen Sinn. Das heißt, in einer Größenordnung,
dass man nicht gleich Oma und Opa erschießen, also im Himmelswillen, keine falschen Ideen jetzt kriegen muss, um hier mal eine Position zu kaufen, sondern sie sind so dimensioniert, dass man auch mal klein anfangen kann. Also sich eine Position aufbaut. Ja, das ist wirklich in Größenordnung, dass man sagen kann, okay, ich fange mit einem kleinen Risiko an, starte auf der Unterseite. Wenn es läuft, baue ich mir schrittweise, dazu haben wir auch schon Thema gehabt, Pyramidisieren oder Positionsaufbau, baue ich mir dann eine Handelsposition dann auf. Und dann habe ich hier eine, so eine Art Early-Bird-Anzeige, also hier, da eine Early-Bird-Anzeige, wo ich dann sagen kann, da sehe ich schon mal, wo es relativ zeitig dann losgeht, dass ich nicht wieder alles verpasst habe, sondern relativ früh auch schon mit dabei bin. Und wie gesagt, durch den langsamen Positionsaufbau geht das ja dann ganz gut. So, ich denke, Augentraining haben wir jetzt mehr oder weniger genug gemacht. Wir gucken sie nochmal einmal schnell drüber. Das ist jetzt hier nochmal in Verbindung mit den Elliott-Wellen, ABC runter. Und achso, das ist interessant. Gerade dann, ich habe ja immer das Zwischenhoch. Letzte Hoch war tief war hier, davor das Tief war das. Hier ist das Zwischenhoch. Und wer sich erinnert, was ich gerne sage, wenn der Abstand hier sehr gering ist, finde ich das nicht ganz so sexy. Ja, wir sehen dieses Hoch und dieses Hoch hier, das ist sehr eng beieinander. Dann muss ich gestehen, finde ich diesen Einstieg, den ich sonst so gerne mag, nicht mehr ganz so toll. Und dann mag ich es gerne zu gucken, kriege ich hier vielleicht auf der Unterseite, zum Beispiel über so ein Cluster, einen Einstieg schon mal, der dann auch bestätigt wird, in dem Fall hier durch einen Oszillator, wo man dann nachher sagen kann, der gibt an, dass wir wenden, es passt wunderbar von der Zählweise, wir würden hier auf der Unterseite, ich habe jetzt hier noch diesen blauen Balken da, den Bornbar, gibt es mit vielen verschiedenen Sachen, die man das kombinieren kann, dann versuche ich doch hier unten schon mal reinzukommen und nicht eben erst da oben. Und habe dann eben die Möglichkeit, selbst wenn wir im Trendkanal hier an der Oberseite abprallen, wenn ich hier dann irgendwo einsteige von mir aus irgendwo diese Höhe hier, wenn wir da auf das Zwischenhoch hier, dieses Kleine dann hier reinkommen oder hier zur Eröffnung des nächsten Tages oder welche Zeiteinheit das auch immer war, sieht ja hier nach dem Tag aus, dass wir dann sagen können, okay, da gehe ich rein. Wenn wir an die nächste Widerstandsmarke kommen, ziehe ich auf den Einstieg nach und dann wollen wir mal gucken, gib mal Gas. Und wenn der richtig beschleunigt, der Kurs, geil. Und wenn nicht beschleunigt, naja, was soll schon groß passieren? Ich habe einen Plus-Minus-Null-Trade. Vielleicht hole ich mir noch einen Zehner raus bei der Geschichte. Und gut, dass es für ein Eis reicht. So, Beispiele der Anwendungen. Das gucken wir uns jetzt natürlich am Chart an. Und damit Sie das noch besser erkennen können, mache ich jetzt dann mich mal weg. Das ist eh nicht so besonders ergiebig. Sondern wir wollen den Chart natürlich idealerweise gucken können. Dazu einen Moment. Und wenn alles gut geht, haben wir jetzt den Chart hier vor uns. So, und wir können ruhig mal mit dem DAX anfangen. Können mal schauen, wie das aussieht. Hier habe ich nämlich schon ein bisschen Cluster gezeichnet. Die lassen wir jetzt im Moment mal drin. Wir können ja mal nachher gucken, ob wir das nochmal aufarbeiten können. Jetzt lassen wir es im Moment mal drin, üben erstmal mit anderen und dann können wir gucken, ob wir noch genug Zeit haben, die nochmal raus zu friemeln hier. Wir sehen aber, dass wir hier in etwa, das hatten wir ja schon vor einiger Zeit gemacht, hier, sagen wir mal, Markenbereiche rausgesucht haben, an denen ein Dreh relativ wahrscheinlich eben ist. Und da haben wir eben unter anderem hier auf dem aktuellen Hoch hier eine gewisse Zone, wo wir sagen können, da ist eine Chance auf den Dreh relativ groß. Und da war die Frage, wo funktioniert es am häufigsten? Bei den Währungen, FX ist Währung, Forex-Markt, bei Commodities, das könnte Gold, Silber sein, sowas zum Beispiel, können wir uns gleich auf jeden Fall angucken. Da haben wir nämlich spannende Situationen aktuell gerade. Bei den Indizes, sowas wie DAX oder bei Einzelwerten, und da kann ich das toll sagen, überall. Es funktioniert wirklich überall. Das ist wirklich der Hammer. Aber es funktioniert nicht immer überall. Das soll uns aber erstmal nicht stören, also denn wir können das relativ leicht rausfinden. So, und jetzt ist eine ganz große Frage immer, ja, das ist ja alles schön und gut und sieht ja alles ganz einfach aus, aber in der Regel habe ich dann Schwierigkeiten, den richtigen da zu finden. Ich habe dann immer irgendwie den Eindruck, ich weiß nicht, welche Linien ich da einzeichnen muss und so weiter. Und deshalb habe ich mir gesagt, wir wollen heute das bewusst eine Übungsstunde daraus machen, dass wir mal tun, als ob wir total doof sind, ob wir irgendwie rausfinden, wo solche Linien eben liegen und ob wir das rausfinden können. Und das können wir ruhig mal beim Dow Jones anfangen.
Und wir können dann nachher auch auf die kleineren Zeitebenen mal gehen. Lassen wir uns mal einmal hier im großen Bild uns das mal vor Augen halten, dass wir das mal so ein bisschen üben. Und dann können wir nachher das auf den anderen, auf den kleineren Zeitebenen, zum Beispiel auch im Intraday-Chart mal und sowas angucken. Also das auf jeden Fall. So, jetzt haben wir folgendes Problem. Mit Retracements ist das hier so eine Sache. Zumindest mal nach oben wird uns das wenig gelingen. Aber wir können diese Linien sowohl nach oben als auch nach unten uns angucken. Insbesondere, wenn wir eben sehen, dass wir hier aktuell durchaus hier auf der Abwärtsseite ein bisschen unterwegs sind, dann müssen wir uns hier die Frage stellen, wie weit geht denn das runter? Und wir wollen das ruhig in beide Richtungen jetzt gleich mal ausprobieren. Nämlich einerseits die Frage, wo haben wir oben Widerstände, aber auch die Frage, wo haben wir auf der Unterseite Widerstände? So, ich nehme jetzt mal hier den ganz langfristigen Chart, um mal nach oben das Ganze ein bisschen auszumessen und auszutarieren. Und ich bin jetzt mal wirklich total doof. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, wie ich Fibonacci zeichnen muss, aber ich habe keine Ahnung, wo. Ja, so, denn im Zweifelsfall, wir dürfen nicht vergessen, nicht alle wissen das Gleiche wie wir und haben vielleicht eine etwas andere Sichtweise, wo sie da was drauf gucken. Und dann stehen sie auch vor dem Ochs vom Berg und dann ist die Überlegung, ja, welcher wäre jetzt denn der sinnvollste oder der richtige gewesen? So, fangen wir mal an. In der Bewegung, ein Retracement nach oben hilft uns nicht, weil wir sind quasi am Allzeithoch. Das brauchen wir gleich für den Rücksetzer, aber für die Oberseite hilft uns das gar nichts erstmal. Das heißt, wir brauchen Extensions und Projektionen. So, und jetzt fangen wir mal an, wie das aussehen kann. Für Extensions, Extensions sind ja Erweiterungen. Das zeige ich jetzt trotzdem noch mal einmal an. Wir haben ja eine Bewegung von hier nach hier. Das ist jetzt ein Retracement. So, von hier nach da, das ist ein Retracement. Und dann haben wir gesehen, okay, bis hierhin wären es 38% Rückgang dieser Strecke, bis dahin sind es 50%, bis dahin ist 61%, bis dahin ist 78%. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mir auch noch 100 anzeigen zu lassen, das wäre bis hier. Das hieße, die Strecke von hier bis da, also unterstellen wir mal, der Kurs ist da noch nicht, sieht noch so aus. Ja, von hier bis da wäre der Kurs hier 38% zurückgelaufen, hier wäre er 100% zurückgelaufen. Ja, klingt logisch, selbst wenn man von Prozentrechnung keine Ahnung hat. Also wenn wir hier gestartet waren bis da hoch, dann sind wir hier zu 100% wieder unten. Was wäre aber, wenn es noch tiefer geht, also wenn es über diesen Punkt hinausschießt? Und das sind die sogenannten Extensions. Ich zeichne die jetzt mal dazu. Dann sehen wir, dann geht die Reihe einfach weiter. Da ist hier 127, 20, hier ist hier 161, 80 und hier ist hier 201 und so weiter. Das heißt, alles, was unter dieser 100% ist, wird im Prinzip einfach nur weitergerechnet. Für die Mathematikfreunde unter uns kann man relativ einfach sagen, das ist doch klar, wenn ich diese Höhe, also diese Höhe jetzt mal 1,272 rechne, dann komme ich hier raus. Ja, nur damit wir nochmal wissen, ah, okay, wie waren das mit den Extensions? Dafür messe ich immer sozusagen die Gegenbewegung. Das heißt, wenn ich wissen will, wie weit wir hier drüber schießen über diesen Punkt, muss ich gucken, wie weit sind wir in die Gegenrichtung gelaufen. Das machen wir jetzt mal. Ich messe von hier, ich will wissen, wie viel laufen wir weiter als dieser Punkt, also wie viel höher als dieser Punkt. Und dann ziehen wir das hier runter und dann sehen wir, ah, okay, hier war die 127er. Und da sehen wir ein Problem, der Begriff gefällt mir in dem Zusammenhang gar nicht so gut, aber ein Problem einer einzelnen Marke, das funktioniert ja gar nicht, da hat der Kurs ja überhaupt nicht gehalten. Richtig, erstens mal ist es bislang da nur eine einzelne Marke und eine einzelne Marke kann den Markt drehen lassen, das werden wir gleich sicherlich an der einen oder anderen Stelle sehen, aber besser ist es, wenn mehrere Marken da liegen. Und das ist der Grund, warum wir clustern. So, im Moment machen wir uns nicht viele Gedanken. Diese Marke brauchen wir nicht mehr, denn der Kurs ist drüber gelaufen. Also haben wir sie schnell rausgelöscht. Sie können sie auch drin lassen, wenn das für Sie jetzt besonders mühsam ist mit Ihrer Chartsoftware. Ich mag immer gerne aufgeräumte Charts und jetzt hier zum Erklären ist es sowieso ein bisschen besser, wenn die Dinger da nicht drin sind. Ja? Also insofern wäre das nicht sinnvoll, wenn wir die jetzt unbedingt da noch drin lassen. Schöner Hinweis mit dem blauen Balken hier, das würde ich natürlich einerseits gerne erklären, das sind die Born-Bars, so haben wir die bei uns mal genannt. Das Blöde ist, die gibt es nicht in jeder Chartsoftware und ich bin ja hier natürlich gerne gewillt, Ihnen Sachen zu erklären, die jeder auf jeder Plattform im Prinzip relativ leicht nachhandeln kann und nicht, dass man sagen muss, ja super, da verkauft er da seine Sachen dazu.
Deshalb sind die jetzt im Moment gar nicht so relevant. Im Zweifelsfall mich aber ansprechen, wer das Hardcore-mäßig interessiert, der kann mich dann nochmal extra ansprechen. So, aber zurück zu den Clustern. Das wäre eine erste Marke. Da oben ist aber noch nicht geclustert, weil es ja noch eine einzelne Marke. Jetzt bin ich doof und weiß nicht, welche ich nehmen soll. Also nehme ich alle. Das heißt, ich messe jetzt mal alle zumindest einigermaßen auffälligen Rücksätze. Von hier bis da zum Beispiel. Gut, hier hat der Markt schon mal gedreht. Ist eh egal, wir sind schon weitergelaufen. Da hat er nicht gedreht, ist auch egal. Ist ja weitergelaufen und da oben haben wir eine Marke liegen. Ist ja witzig. So, ich bin doof. Ich habe keine Ahnung. Ich mal hier. So, dann sehen wir. Okay, brauchen wir nicht. So. Was haben wir noch für einen? Wir haben hier einen Rücksetzer. Von da nach da. Okay, brauchen wir nicht. Das hat ja schon mal da funktioniert. Da brauchen wir nicht. Und da oben. So, jetzt haben wir hier, das sind kleine. Die kann ich theoretisch, wenn ich überhaupt keinen Plan habe, kann ich auch hier zum Beispiel einzeichnen. Die würde ich jetzt mal weglassen von vornherein schon, weil da sehen wir ja, die bringen ja nichts mehr. Da sind wir ja schon überall durchgelaufen. Und genauso hier bei diesen kleineren. Und wenn wir uns nicht ganz sicher sind, üben wir das nochmal mit diesem Ding. Auch ein Rücksetzer. Aber wir sehen schon, sind wir auch schon überall durch. Bringt uns auch nichts. Ja, also insofern haben wir hier jetzt ein Cluster von verschiedenen Marken, jetzt schon mal so einigermaßen stehen. Das ist vielleicht nicht super genau, aber immerhin haben wir da schon mal einige Marken, die einigermaßen gut zusammenpassen. Extension-mäßig fällt mir jetzt nichts mehr ein. Das zu messen bringt nichts, das ist viel zu weit weg. Und hier haben wir jetzt eigentlich keine echten Marken mehr, die so super relevant sind, wo ich sagen muss, das passt hier noch. Vielleicht könnte man noch diesen Rücksetzer hier nehmen, aber da sind wir durch diese hier auch schon durch und das ist sehr, sehr klein tatsächlich. Möglicherweise bezieht sich das auf den da. Aber von mir aus tun wir so, als ob wir keine Ahnung haben und machen den jetzt so. So, damit haben wir die Extension-Marken, alle blauen Linien jetzt erstmal drin. Jetzt gucken wir mal, ob wir so eine Art Symmetrie hier finden. Ja, zum Beispiel, fangen wir mal erstmal hier hinten an, indem wir gucken, wie weit waren wir denn schon mal gestiegen? Zum Beispiel waren wir von hier bis da. Das war der nächste größere Rücksetzer. Jetzt kann ich das hier anzeichnen. Ja, also von da sind wir da hoch und dann sind wir da runtergelaufen. Ich kann natürlich auch anzeichnen von da und dann hier anzeichnen. Dann sehen wir, hier ist eine dünne Linie, die sieht man hier kaum und die brauchen wir nicht mehr. Ja, und wir können anzeichnen, theoretisch, wir sind ja nicht wirklich fit, wir haben keine Ahnung, wir zeichnen einfach alles ein. Ja, und stellen dann fest, können natürlich auch von hier nach da ein, ne, das war der falsche Knopf. Also wenn Sie sich jetzt wundern, warum kann ich das so schnell einzeichnen, ich habe hier bei mir das mit Hotkeys sozusagen, also mit so, dass ich nur noch auf eine Taste drücken muss und dann sind die sofort da. So, ich kann natürlich den hier machen und ich kann... Ja, theoretisch hier jeden einzelnen kleinen dann nochmal. Das lasse ich jetzt mal weg. Das gibt nicht mehr so einen richtigen Zugewinn jetzt hier. Ich kann auch nochmal hier in der größeren Ecke mal gucken. Wir hatten von diesem Tief hier bis zu dem Hoch. Ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller, weil die ganze Prosa dazu bringt mir jetzt, bringt ja auch nicht wirklich viel. Die brauchen wir hier nicht mehr. Das hat nicht wirklich was geholfen. Und wir können gucken, zum Beispiel von diesem Tief hier bis zu diesem Hoch hier, theoretisch auch bis zu dem anderen Hoch, das ist erstmal alles egal, können dann gucken, ob wir hier, nö, da sind wir überall schon durch, also bringt jetzt auch nichts. So, das heißt, wir haben jetzt alle wesentlichen, die langen und wir haben hier die kürzeren, haben wir alle hier gemessen und stellen jetzt fest, dass wir, ich sag mal, wenn ich mir das mal so angucke, so ein paar einzelne Marken haben, einzelne können wir wegmachen, die sind ja halt nun mal keine Cluster. Ich sage mal, auch diese hier oben sind relativ weit auseinander, aber wir haben einen Bereich, der schon sehr auffällig ist und der ist witzigerweise um die 30.000er Marke. Na, das hätte man auch schöner zeichnen können, aber Sie können sich es vorstellen. Also hier um die 30.000er Marke fängt jetzt hier schon ein bisschen unterhalb an, bei 29.500 in etwa und geht bis 30.200 in etwa. Das sieht nach einer weiten Spanne aus. Natürlich für die Intraday-Händler auf jeden Fall, aber wir sind hier auf Wochenbasis unterwegs, das heißt, wir sind hier im langfristigen Bild und dann zu sehen, dass die 30.000, noch dazu könnte man sagen, ist ja die Big Figure und sowas, dass die hier ein mögliches Drehpotenzial hat, ja, das ist nachvollziehbar. So, das ist jetzt mal ein einfaches Beispiel gewesen. Das habe ich ja hier beim DAX auch gemacht, um dann hier die entsprechenden Marken zu bekommen. Jetzt wollen wir das Ganze mal für die Rücksetzerniveaus machen und wollen mal gucken, wie groß sind denn die Wahrscheinlichkeiten, dass das hier möglicherweise schon ausreicht.
Das kann ich ein bisschen schneller machen, weil wir nicht so viel quatschen müssen dazu. Und dafür messe ich jetzt einfach mal. Im Zweifelsfall messe ich von hier nach da. So, ist noch weit weg. Ich kann messen von hier nach da. Schon witzig, ob ich von hier oder hier messe. Wir haben hier zwei Marken, man kann es nur erkennen, weil die Zahlen hier nicht mehr lesbar sind, sind hier Marken quasi auf dem Schnaps genau hier, was für eine komische Analogie, aber Sie wissen, was ich meine, hier passend. So, den hatten wir gerade, jetzt können wir noch den messen. Das ist zugegeben in diesem Fall gar nicht so schön, dass diese Tiefs hier so nah beieinander liegen. Das ist nicht so typisch, weil das nämlich bedingt, dass wir hier ganz viele Linien hier so aufgeflattert haben. Aber es ist, wie es ist. Man kann sich das anders wünschen, aber so ist es halt nun mal aktuell. So, jetzt können wir gucken, gibt es Extension-Marken in dieser Richtung? Dafür müsste ich Gegenbewegung messen. Hier innerhalb haben wir jetzt hier nicht wirklich erkennbare Gegenbewegung. Wir hätten hier eine Gegenbewegung. Die führt aber auch jetzt erstmal hier sehr weit nach unten. Und auch diese hier, das heißt, die bringen uns jetzt nicht wirklich was, zumindest meine ich in so erster Instanz. Und wir haben noch natürlich Projektionen. Das heißt, wir können gucken, wie weit waren Rücksetzer in der Vergangenheit. Zum Beispiel hier ein Rücksetzer. Zum Beispiel hier ein Rücksetzer. Zum Beispiel hier ein Rücksetzer. Und hier hatten wir auch einen Rücksetzer. Das sind Rücksetzerniveaus in der jüngeren Vergangenheit gewesen. Was auch immer die jüngere Vergangenheit ist, das ist jetzt ein sehr großer natürlich. Aber wir können ja mit einzeichnen, ohne dass wir uns wirklich Mühe geben müssen oder sagen müssen, okay, hier wie groß ist. Wir können auch die kleineren mit dazu messen, nochmal hier auch in diesem Bereich hier. So, ich glaube, wir haben jetzt so mehr oder weniger alle, ja, hier den da vielleicht noch. Ein bisschen versteckt gewesen hier. Zack. Diesen hier ebenfalls von mir aus noch. So, damit haben wir jetzt, wir haben keine Auswahl. Wir haben jetzt nur blindlings. Wir haben nicht irgendwie, ja, wir haben uns die schönsten rausgesucht oder ja, der weiß, welche er nehmen muss. Ich habe jetzt wirklich jeden Rücksetzer hier. Man könnte den noch kleineren, da sind wir aber schon durch, hier noch mit reinnehmen. Den haben wir jetzt hier rausgesucht. So, warum habe ich dieses Beispiel jetzt gewählt? Erstens mal ist der DAO sehr relevant und sehr bekannt, deshalb ist es sowieso spannend, den zu haben. Und ich möchte zeigen, dass es eben nicht immer auf einer Linie nur alles ist, was wir gleich an anderer Stelle noch sehen werden, sondern dass es manchmal nicht so einfach ist, wie die Linien hier liegen. Was wir sehen ist, wir haben mit Sicherheit hier irgendwie eine. Ja, machen wir das anders. Wir haben hier eine Zone. Die kann man auf jeden Fall mal sehen. Das ist eine beinharte Unterstützung, wo wir sagen können, da liegen mehrere Marken beieinander. Hier unten haben wir eine, die ist jetzt sehr, sehr weit weg. Die will ich jetzt gar nicht so sehr berücksichtigen. Dafür hätte ich noch andere Fibonaccis mit dazu nehmen können im größeren Bild. Das lassen wir mal weg. Ich mache jetzt mal all die, die jetzt ganz weit weg sind, die mir im Moment mal nicht im Fokus liegen, erstmal weg. Weil selbst wenn der Markt runtergeht, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass der Markt da direkt runterplumpst. So, was aber auffällt, ist, wir haben zwischendurch mal so eine Art Vakuum, wo eben nicht viele Linien liegen. Und je nachdem, wo jetzt hier das Hoch ist beispielsweise, können wir dann ja wieder anlegen, zum Beispiel hier diese Extension-Marken. Und also das ist jetzt noch gelogen, weil wir wissen ja noch nicht, wo das Hoch tatsächlich liegt. Deshalb mache ich den jetzt wieder weg, weil der jetzt noch aussagelos ist, weil das Hoch ja noch nicht richtig bestimmt ist. Geht der hier unten runter oder so auf halbe Höhe zumindest, dann kann man sagen, das Hoch gilt. Und dann haben wir hier nochmal eine Unterstützungsmarke. Diese Zone ist aus meiner Sicht sehr, sehr unübersichtlich, weil hier ganz viele Marken relativ einzeln liegen. Was heißt das? Das heißt im Prinzip nichts anderes, dass wir in diesem Ding so gut wie nichts sagen können. Viele sagen, na siehst du, die Methode funktioniert ja nicht, sieht man ja. Nein, nein, das ist völlig falsch argumentiert. Diese Methode sagt, für diesen Bereich können wir keine Aussage fällen, weil da keine Klarheit herrscht. Das ist ganz wichtig, das ist ein ganz großer Unterschied von der Argumentation. Aber wir können sagen, an dieser Stelle, da liegen Linien. Da kann ich eine Aussage fällen. Und in diesem Bereich liegen auch Linien. Und dann kommt erstmal wieder 200 Punkte nichts. Und dann liegen wieder Linien hier. Dann liegt hier eine einzelne Linie ist kein Cluster, können wir rausnehmen. Und dann liegt die letzte noch hier. Und dazwischen haben wir Bereiche von ca. 200 oder in dem Fall sogar mehr, 300 Punkten, wo eine Lücke ist. Und da ist die Wahrscheinlichkeit für einen Dreh nicht null, aber deutlich weniger gegeben. Das heißt, es ist ganz wichtig, bitte nicht den Fehler machen und sagen,
Ja, nee, das funktioniert ja nicht, sieht ja doof aus. Das ist eine gute Aussage, wenn das doof aussieht. Wenn das doof aussieht, wissen Sie, ich kann in dieser Situation oder in diesem Bereich des Charts, kann ich mit Hilfe dieses Hilfsmittels hier, kann ich keine Entscheidung fällen. Also wir sollten das positiv auffassen, denn das gibt uns einen echten Zugewinn. Wir sehen allerdings auch, dort, wo eben viele Linien einigermaßen eng clustern, ist die Chance dafür, dass der Markt dort dreht, relativ groß. Jetzt machen wir nochmal das Beispiel hier beim Dow Jones. Oder wollen wir mal gucken, wie das bei den anderen aussieht hier. Was ist Ihnen lieber? Boah, letztlich ist eigentlich egal, die sehen alle relativ ähnlich ja aus, die Märkte. Von mir aus bleiben wir beim Dow Jones jetzt hier aktuell mal. Und also das ist der Index jetzt hier, das ist nicht der Future, das ist der Index. Und jetzt gucken wir mal hier, wie es mit der Aufwärtsbewegung aussieht. Ob wir da irgendwie was rausfinden können. Mache ich aber nicht unbedingt 5 Minuten, sondern 15. Ich mache das deshalb, weil dann kann ich die Hochpunkte besser finden. So, einfach alles durchgehen. Retracement, die gesamte Bewegung, zack, den brauchen wir nicht mehr. Und den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, da waren wir schon drüber. Lassen wir nochmal im Moment da, keine Ahnung. Ich habe es gar nicht im Kopf, wie das jetzt da aussieht. So, dann haben wir Extension-Marken. Also unter Umständen könnte man noch sagen, man misst hier, wobei das eigentlich nicht so typisch ist, aber im Zweifelsfall, weil man nicht so viel Ahnung hat, macht man das. Es ist nur so, wenn wir zwei Punkte haben, die sehr ähnlich groß sind, hoch sind, hier und da, das ist ja nur ein kleiner Unterschied, dann haben wir eben auch genau diesen kleinen Unterschied dann hier. Das macht das dann ein bisschen unübersichtlich. Das ist ein Grund, warum ich das nicht so gerne mache. Bei den Retracement nehme ich in der Regel die gesamte Bewegung, aber nicht jetzt hier nochmal von den einzelnen Unterbewegungen, weil das auch nicht so wirklich dem Sinne des Retracements, sagen wir mal, zu Pass kommt. Normalerweise misst man immer so eine komplette Bewegung. Wenn man sowas misst, ist es vielleicht doof. Es gibt aber auch Bewegungen, wie jetzt zum Beispiel, machen wir mal hier das Beispiel Nasdaq kurz als Einschub. Das ist jetzt Nasdaq Future in dem Fall. Da haben wir nur eine Bewegung. Da haben wir überhaupt gar keine Chance, das irgendwie falsch aufzufassen. Da können wir das nur so machen. Ja, im Zweifelsfall, wenn Sie sich da nicht rantrauen, gucken Sie, dass Sie hier eine einheitliche Bewegung haben. So, jetzt können wir Gegenbewegung messen. Haben wir irgendwelche Gegenbewegungen in diesem... Wir wollen ja wissen, wie lange geht die Aufwärtsbewegung. Also müssen wir Gegenbewegung zu dieser Aufwärtsbewegung messen. Da haben wir hier so ein bisschen was Internes. Von hier nach da. Ja, sind wir schon durch. Von hier nach da. Da sind wir da oben noch dran. Von hier nach da. Da sind wir auch dran an der Marke. Die liegt da oben identisch und die ist einzeln im Moment. Okay. Und wir können auch vor diesem Tiefpunkt, das vergessen viele, auch das ist eine Gegenbewegung zu dieser hier, können wir ebenfalls messen. Schwupp, schwupp. So, den brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir auch nicht, weil der liegt über der 78er. Das ist der Grund, warum ich das mit der 78er mache. So, das ist jetzt nochmal das Quick and Dirty Ergebnis aus Retracement und Extensions. Und wir sehen, hier in diesem Bereich liegt eine ganze Menge. Wir können also davon ausgehen, in diesem Bereich gibt es eine realistische Chance, dass der Kurs da erstmal zum Halt kommt. So, jetzt gibt es noch natürlich die Möglichkeit für Projektionen. Das können wir ebenfalls machen. Messen wir mal von hier nach da. Ja, so. Das war hier schon, brauchen wir nicht mehr, zack, zack, weg. Dann können wir messen die Bewegung von da nach da, halte ich für sogar noch viel sinnvoller. Den da oben machen wir weg. So, das sind hier so klein, das bringt jetzt nicht so arg viel. Wir können messen, ehemalige Symmetrien, das, was wir von hier nach da hatten. Den brauchen wir nicht mehr, hier liegt noch die grüne 161er. Wir können natürlich auch diese messen. Also Sie sehen schon, worauf das hinausläuft. Das ist eigentlich ist eine nette Geschichte, kann man nebenher schön, was weiß ich was, Fernsehen gucken oder Webinare sich anhören. Den brauchen wir dann nicht mehr. Also im Prinzip ist das eine ganz einfache Geschichte. Wir messen hier die verschiedenen Bewegungsausmaße. Von hier nach da beispielsweise war einer bis zu der nächsten größeren Korrektur. Wir können damit nicht wirklich viel falsch machen. Im Zweifelsfall liegt es drunter, da sind wir durchgelaufen. Es liegt über der 78er, die bringt uns nichts mehr. Oder es versucht einigermaßen zu clustern. So, hier haben wir eine wirklich sehr einsame Marke, hier haben wir eine sehr einsame Marke. Den würde ich normalerweise auch schon rauslöschen, da sind wir durch. Und hier liegen eine ganze Reihe Marken. Das ist hier immerhin von ungefähr 47 bis
62 in etwa. Das sind natürlich 15 Punkte. Aber auf der anderen Seite, für so eine gesamte Bewegung, die jetzt hier über 230 Punkte gegangen ist, ist das, wie ich finde, ein hinreichend enger Bereich, wo wir sagen können, da ist eine Chance für einen Dreh eben sehr realistisch. So, und wenn wir jetzt das Ganze noch dann kombinieren, beispielsweise mit irgendein, was weiß ich was, hier zum Beispiel ein Oszillator, und dann gucken, okay, dazu muss man noch dazu sagen, Oszillator haben wir auch ein eigenes Thema. Der Oszillator muss ein bisschen abgestimmt werden. Es ist dringend empfehlenswert. Ich weiß, das ist für viele ein Schisma, dass man sagt, na, das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht hier die Standardeinstellung verändern. Doch, doch. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Leute aus meiner Sicht glauben, dass zu jeder Zeit, in jedem Markt, egal ob es Commodity-Aktie oder sonst irgendwas ist, ob das Stundenchart, 5-Minuten-Chart, Monatschart ist, ob das vor einer FED-Zinsentscheidung, hinter einer FED-Zinsentscheidung, ob das im Wahljahr ist, ob das im Nachwahljahr ist, ob das während einer Epidemie-Situation ist oder während, was weiß ich was, immer dieser Einstellung gleich ist. Wir sehen, dass der Markt sich immer unterschiedlich verhält, aber der Indikator muss immer gleich sein. Es macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und deshalb ist es wichtig, da will ich jetzt nicht vertiefen, dazu haben wir einen eigenen Beitrag in der Born Akademie, dass wir den Indikator einigermaßen abstimmen, dass er in den letzten Zeiten einigermaßen gut unterwegs war. Und dieser hier war einigermaßen treffend. Hier war es nicht so gut, aber insgesamt kann man sagen, hat er, sagen wir mal, diese wesentlichen Bewegungsbereiche gut abgebildet. Er ist jetzt im Moment auf der Short-Seite. Das heißt, er sagt, Shorts sind nicht schlecht. Er sagt, wir sind in einem Widerstandsbereich, die Abwärtsseite kann durchaus gespielt werden. Ja? Nicht jeder dieser Trades wird natürlich dann positiv sein, aber wir sehen, dass wir sehr eng eben hier in so einer Situation rankommen können an irgendeine Entscheidungsmarke. Ich mache noch mal ein paar andere Beispiele. Ich will unter anderem auch noch mal Gold und Silber, weil Silber finde ich im Moment ziemlich spannend, was das angeht. Weil Silber hat einen interessanten Verlauf, hier auch im 4-Stunden-Chart beispielsweise. Wir sehen, dass wir hier sehr zügig nach oben gelaufen sind und jetzt hier nach unten. Und klassischerweise, wir erinnern uns, wenn wir so einen Verlauf haben, 1, 2, 3, 4 und dann hinten wackelig, das ist eine Ending-Situation, hier die 5 und dann so eine A, B, C runter. Hey, dann würden wir doch hier als Einstiegstrigger. So, mein normaler Trigger wäre hier. Warum? Letzte Tief hier, vorletzte Tief hier, das Hoch dazwischen ist mein Einstieg. Sieht sehr weit weg aus, ist wahrscheinlich immer noch in Ordnung, weil das war der letzte Anstieg. Wir rechnen ja damit, dass wir mindestens, na, jetzt habe ich ja noch für, so, nochmal hier, also vom Tief gemessen bis zum Hoch gemessen, das nochmal bekommen. Das heißt, meine Zielerwartung liegt ja sowieso hier bei 1970 oder über 1970 plus x, ja, 1 zu 1 plus aber x, dann ist hier der Einstieg durchaus noch in Ordnung. Stop wäre ja klassischerweise ungefähr hier. Aber man sieht schon, Chance-Risiko-Relation könnte man sich besser vorstellen. Gibt es nicht die Möglichkeit, hier irgendwo reinzufinden? Das wäre jetzt die Hausaufgabe, die wir jetzt machen. Und das können wir jetzt mal eben gemeinsam durchgehen. Wie gesagt, wer Silber jetzt nicht auf dem Plan hat, das kann man bei Gold ausprobieren, das kann man bei einer Währung ausprobieren. Spielen Sie dann nachher mal ein bisschen rum. Es macht, ich finde, durchaus Spaß. So, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo eine Chance finden, dafür rauszufinden, wo der Kurs jetzt ein Tief finden kann, wo wir dann eben nach einem intensiveren Einstieg suchen können. So, dann sehen wir schon, einzelne Linien sind ja schon erreicht worden. Wir sind bei der 161-8er-Marke. Cool, das ist ja schon mal verdächtig, aber die alleine, wollen wir mal gucken. Dann nehmen wir noch mal eine Extension-Marke mit hinzu und messen die letzte Gegenbewegung. Das ist die letzte Gegenbewegung gewesen vor dem und wir sehen, millimetergenau ist das Ganze. Da unten brauchen wir nicht, weil alles unter der 78er bringt uns nichts. Man kann jetzt noch solche Sachen messen hier und dann kriegen wir natürlich noch zusätzliche Marken noch mit dazu. Ob jetzt hier jeder einzelne Sinn macht, also wer ein bisschen Übung hat, der wird schon sehen, dass so eine interne hier mit dem insgesamten Übergeordneten nicht viel Sinn macht. Aber deshalb habe ich vorhin mal bewusst gesagt, wenn ich überhaupt keinen Plan habe, zeichne ich halt alle. Sie werden aber irgendwann rausfinden, dass diese interne Bewegung für die Übergeordnete nicht ganz so relevant sind. Und aus dem Grund lasse ich die dann natürlich auch gerne weg und zeichne dann eher die, die dann eben passend sind. Die letzte Gegenbewegung ist vielleicht noch diese hier einigermaßen relevant.
Ja, wir sehen auch, das hat sich hier auch schon bestätigt. Also das bestätigt auch, dass diese Messung nicht ganz so schlecht ist, die wir da haben. Und dann sehen wir, dass wir das, was wir hier gemessen haben, und wir können vielleicht noch sagen, weil wir gesagt haben, 1, 2, 3, 4 und hier hinten so eine wackelige 5. Das heißt, die 5. hätte hier irgendwo begonnen, hier oder da. Da können wir dann jetzt raten, aber die zeichnen wir von mir aus auch nochmal ein. So, das macht jetzt keinen großen Unterschied, ob ich von da oder da dann einzeichne. So, und jetzt, oh Wunder, hier scheint es ja hervorragend zu passen. Die Extensions, die blauen, und die rote Retracement-Marke, also das passt doch wie die Faust aufs Auge. Wir haben eine einzelne Marke hier liegen. Ja, ansonsten haben wir alle wirklich entweder hier ganz unten, was für mich die allerletzte Marke ist, die ich noch akzeptieren würde, oder eben hier. Was ich eigentlich ein ganz hinreichendes oder ganz gutes Indiz eigentlich dafür finde, wo hier die Rücksetzer sind. Wir können natürlich gucken, hier die Abwärtsbewegung. Schauen wir nochmal so ein bisschen nach Symmetrien hier. Wir hatten hier eine einzelne Abwärtsbewegung, die ging von hier bis da. Legen wir die mal da an. Okay, das ist hier ein bisschen hängend. Im Zweifelsfall können wir auch von da bis zum tiefsten Punkt rechnen. Dann nochmal gehen wir da dann hin. So, dann haben wir die erledigt. Und im Zweifelsfall können wir natürlich auch gucken, was hatten wir denn vorher für Bewegung. Dafür nehme ich vorher die grünen immer, weil das eine reine Symmetrie ist. Kann die natürlich hier anlegen. Ja, aber dann bin ich durch beide durch. Die 100er haben wir gesehen, die 161er, die haben wir gesehen, hat er auch wirklich gedreht. Und die 261er ist schon unten drunter, die brauche ich hier gar nicht anzulegen. Aber ich könnte sie hier anlegen. Und dann sehe ich, da sind wir durch, aber die 161er, die liegt noch hier. Die können wir wieder rauslöschen, weil die unter dem anderen liegt. So, dann können wir natürlich auch die gesamte Bewegung, die wird vermutlich zu lang sein. Ja. Ich es noch hin, hier, da, von da nach da. Nee, liegt genau auf der 78, ist witzig, von da nach da gemessen. Liegt genau hier bei der 78er. Ja, und wir können natürlich auch hier die Teile nochmal, nämlich dieses Teilstück hier rechnen, dann hier anlegen. Da sind wir da aber schon durch. Die 161er liegt auch da. Und von mir aus auch nochmal den langen hier. Von da nach da, sorry, den habe ich jetzt falsch gezeichnet, machen wir den weg. Aber Sie sehen, worauf das hinausläuft. Wir haben offensichtlich hier zwei sehr, sehr auffällige Bereiche, wo der Markt eine sehr realistische Chance hat zu drehen. Wir haben hier nochmal so eine einzelne, aber in Wirklichkeit geht das hier und hier im Wesentlichen auf diese beiden Bereiche raus. So, und da kommt eine super Frage. Das ist jetzt eine Unterstützung. Erstens mal die Frage noch mal kurz, warum ist denn das so spannend, dass da jetzt viele liegen? Warum soll deshalb der Markt da auf jeden Fall drehen? Punkt 1, der dreht da definitiv nicht auf jeden Fall. Aber je mehr Marken liegen, desto mehr Leute sehen dort eine Unterstützung. Wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja nicht alle Leute, die mit Retracements unterwegs sind. Einige arbeiten mit irgendwelchen Symmetriesystemen und so weiter oder mit Projektionen oder mit Extensions und so weiter. Und wir haben, je mehr Marken da liegen, desto mehr Leute haben wir, die da sagen, da haben wir doch eine Unterstützung. Das heißt, der Vorteil, der da ist, ist nicht unbedingt, dass das hier eine magische Zahl oder sonst irgendwie was ist, sondern der Vorteil ist der, dass viele Menschen auf dem Niveau irgendwie den Eindruck haben, da muss ich mal hingucken. Und ich persönlich würde dort nicht auf Verdacht kaufen, sondern auf Bestätigung. Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Das eine, was ich eben erwähnt habe, dass ich zum Beispiel sage, nehme ich mal ein MACD, wenn der jetzt hier in diesem Bereich anfängt zu drehen und mir dann vielleicht ein Kaufsignal gibt, wäre eine Variante. Eine andere sehr etablierte Variante ist zum Beispiel, dass man zum Beispiel guckt, okay, wann zeigt der Chart tatsächlich hier auch einen Dreh? Zum Beispiel habe ich jetzt hier zwei gleitende Durchschnitte, die alleine für mich nicht aussagekräftig sind, um einen Einstieg zu haben. Jetzt ist der relativ langsam hier von der Einstellung. Ich gehe jetzt mal hier eine Zeitebene kleiner, beziehungsweise vielleicht sogar zwei Zeitebenen kleiner, 15-Minuten-Chart, habe jetzt hier quasi die gleitenden Durchschnitte. Und wenn der mir, 15 ist vielleicht ein bisschen zu eng, wir sehen, dass das die hier sehr, sehr eng beieinander sind, aber wenn wir in diesem Bereich jetzt auf einer kleineren Zeitebene, 15 Minuten oder machen wir 30 Minuten oder was weiß ich, das kann man dann gucken. Je kleiner man macht, desto enger ist man natürlich dran. Wenn jetzt er hier sagt, okay,
Wir haben jetzt hier einen Schnitt. Ich mach's mal größer. Ich mach's mal auf Stunde jetzt erstmal. Ist ein bisschen, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, weil das andere ist jetzt so gerade hier so in dem Ding da drin, dann kann man es nicht gut erkennen. So, wenn wir hier sehen, ein Beispiel, nehmen wir mal, hier hätten wir ein Cluster auf der Oberseite gehabt und dann gehen wir nicht unbedingt da oben rein. Dann wäre eine Variante, dass wir sagen, okay, wenn die gleitenden Durchschnitte sagen, die Richtung hat jetzt angefangen zu wechseln, wir haben hier auch ein Zwischentief, das ist zum Beispiel, es gibt in Amerika eine Person, eine Frau, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber die nennt sich Fibonacci Queen, die handelt das System zum Beispiel. Ich bin da nicht der große Freund, ich mag diesen Trigger nicht so gerne, aber es ist eine Möglichkeit eines Triggers. Man kann es eben auch mit den Oszillatoren machen. Man kann eben auch sagen, okay, wenn ich jetzt das letzte Zwischenhoch hier nochmal, das kleine hier, also das wäre für mich jetzt eher so ein Ding. Wir sind an so einem Fibo-Cluster und wenn wir da rausgehen, darüber hinaus, dann gehe ich da long und Stop kommt hier unten runter. In dem Fall, viele wissen das, ich habe ja diesen 80% Stop, da macht es mit 80% keinen Sinn, weil das hat ja nichts mit den Elliott-Wellen hier zu tun, in diesem Fall. Das heißt, in dem Fall würde ich tatsächlich auch meinen Stop hier unten drunter setzen. Ja, also das so als Ding. So, die Variante, die mit den gleitenden Durchschnitten wäre, dass man sagt, sobald die gleitenden Durchschnitte sich wieder schneiden, haben wir ja auf dieser Zeitebene, auf dieser untergeordneten Zeitebene, einen Richtungswechsel. Und ja, genau das wollten wir doch. Wir wollten, dass wir an dieser Marke einen angezeigten Richtungswechsel haben. Der würde uns hier im 4-Stunden-Chart, man sieht das hier an diesen beiden Linien, viel zu spät erst stattfinden. Deshalb würde ich da dann tatsächlich auf eine Ebene kleiner gehen. Ja, das kann, wer zum Beispiel das bei Aktien macht, auf Tagesbasis funktioniert das ebenfalls hervorragend, würde dann zum Beispiel auf Stundenbasis hier den gleitenden Durchschnittseinstieg dann machen. Ja, also sowas in der Richtung. So hat man das so ein bisschen auf einer kleineren Ebene sich dann das bestätigen lassen. Also nicht einfach nur, oder sind zwei Linien da, oder ein paar Linien jetzt eng beieinander, da gehe ich jetzt rein, sondern tatsächlich nur dann, wenn dort Linien sind und es sich bestätigt. Nochmal als Erinnerung, ein Einstieg könnte sein, ein Zwischenhoch, wir haben hier ein sehr kleines, aber das ist durchaus passend, das wäre ein möglicher Einstieg, ein sehr enger Stop. Wir haben viel Platz und wenn er uns hier rausstoppt, dann haben wir hier unten auf jeden Fall nochmal ein ordentliches Cluster. Hier haben wir so ein Pseudo-Cluster, das ist ein bisschen klein, aber wer will, kann das ja auch nochmal ins Kalkül ziehen. Das heißt, wir hätten hier drei Einstiegsmöglichkeiten. Ja, da jetzt hauptrangig, zumal sich das auch nochmal mit dem Trendkanal vermutlich einigermaßen ausgeht. Oh, nicht ganz. Ja, vielleicht geht er sogar noch weiter. Ja, ist ja auch denkbar, dass er hier noch oder dann später dann hier, dass er hier noch ein bisschen Platz dann braucht. Ja, lassen wir das mal so stehen. Also ich würde unbedingt mit Triggern arbeiten. Setup und Trigger hatten wir vor kurzem, wer es verpasst hat, noch nachholen, um dann zu sagen, ich brauche irgendeine Bestätigung. Zwischenhochs zum Beispiel, beziehungsweise die gleitenden Durchschnitte und oder aber die Oszillatoren, dass man sagt, okay, wenn die jetzt dann entsprechend das auch anzeigen. Der ist mir zum Beispiel hier zu wackelig, hier in diesem Mittelteil. Ja, also den kann man vielleicht nehmen, aber wir sehen, dass der sehr aggressiv eingestellt ist. Also der zeigt wirklich jedes Hoch und Tief hier einigermaßen an. Das ist ja schon einigermaßen gut. Ah, so richtig toll ist das hier nicht gewesen. Aber wir sehen auch, dass der hier für jeden hin und her sofort anzeigt. Insofern wäre mir der zu eng. Der würde zwar sagen, du kannst ab jetzt long gehen, aber der wäre mir ein bisschen zu wackelig. Also nehme ich dann eher einen etwas weiteren, der da vielleicht ein bisschen harmloser ist, also nicht ganz so viel dann hin und her wackelt. Ja, der hier, der da oben, der sagt, noch nicht ganz so weit, aber bald wird es soweit sein für einen Dreh. Ja, also den würde ich wahrscheinlich bevorzugen und man kann ja so ein bisschen gucken, hat das so einigermaßen mit den Hochs und Tiefs gepasst. Wenn man zu viele Schwünge hat, muss man sich halt überlegen, wollte ich diese kleinen Schwünge haben, dann müsste ich sie hier auch erkennen können. Wenn ich sage, die will ich ja eigentlich nicht haben, dann muss ich auch eine andere Zeitebene wählen, wo ich sage, den will ich nicht handeln. Das ist mir noch zu hektisch. Aber der ist natürlich dann gegebenenfalls sehr nachlaufend. Also der macht jetzt hier nicht so viel Sinn aus meiner Sicht von der Einstellung. Also zumindest mal nicht, um hier einen Trigger zu haben. Aber warum nicht? Es kann ja hier noch eine ganze Weile dauern, dass der hier noch da unten rumeiert und dann langsam hier kommt und dann kommt man halt hier rein. Dann hat man eine etwas langsamere Verzögerung, aber auch eine etwas größere Bestätigung dafür.
So, jetzt habe ich hier viel gezeigt. Ich sehe gerade mit Erschrecken, dass die Uhr ja schon rum ist. Bei Silber haben wir eine sehr, sehr schöne Situation, wie ich finde. Ich zeige noch mal einmal Goldkurs, weil wir ja immer mit Gold schließen. Wir sind bei Gold, haben wir tatsächlich, auch wenn wir es jetzt nicht gemeinsam herleiten, hier ungefähr bei 1600 eine ganze Reihe. Und bis jetzt hat der Kurs ja da auch noch ganz gut gehalten. Das sind hier so die darüber liegenden Marken, die vielleicht auch noch mal irgendwann relevant werden, wenn der Kurs sich doch noch mal weiter nach oben absetzt. Ich würde jetzt empfehlen, einfach mal eine kleine Hausaufgabe zu machen, nämlich sich mal selber an den Chart ranzusetzen und mal zu gucken, ob man nicht da das ein oder andere selber mal einzeichnen kann. Es macht wirklich viel Spaß. Es ist eigentlich eine sehr, sehr angenehme Geschichte, weil es sehr, sehr nachvollziehbar und sehr leicht ist, dass man diese Levels findet. Wenn Sie, so wie wir das teilweise am Anfang hatten, nicht wirklich nur eine tolle Zone finden, sondern so eine Zone, wo überall irgendwo eine Linie ist, wissen Sie, dass Sie damit im Moment nicht landen können. Das ist ganz wichtig. Also dann dieses weglassen und sagen, ich brauche im Moment, entweder brauche ich einen anderen Markt, ich gucke mir einen anderen Markt an, oder ich brauche hier ein anderes Verfahren. Ja, also insofern ist das auf jeden Fall ein, wie ich finde, sehr sinnvoller Ansatz. Linda Raschke zum Beispiel wurde hier genannt. Ja, die arbeitet auch gerne damit, aber ich weiß nicht genau, wie die andere hieß. Suche ich nochmal raus. Aber Fibonacci Queen kann man das auch finden, könnte man mal googeln. Aber ansonsten, wir können das natürlich auch sehr gerne angucken. Das machen wir auch, nämlich mindestens nächsten Mittwoch. Jeden Mittwoch, 18.30 Uhr gibt es die Born-Akademie. Nächste Woche dann nur am Chart, also ohne das Geplänkel vorne ab. Wer also Zeit und Lust hat, ist herzlich eingeladen, wieder mit dabei zu sein. Dann ausschließlich am Live-Chart. Wir machen ja immer im Wechsel ein bisschen Themenabend, ein bisschen reiner Markt, damit wir Theorie und Praxis möglichst gut miteinander verbinden. Ich hoffe, dass Sie das sinnvoll nutzen können. Probieren Sie es aus. Es ist wirklich ein Mehrwert aus meiner Sicht, diese Cluster. Und dann können wir nächste Woche ja an der Stelle weitermachen am Live-Chart. Vielleicht noch ein bisschen hier wiederholen an der einen oder anderen Stelle. Schreiben Sie sich Fragen auf, die können wir dann auch gerne beantworten. In diesem Sinne, ganz wichtig, bleiben Sie gesund, traden Sie erfolgreich. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin alles Gute.